Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir bauen heute hier den Aufenthaltsraum jetzt erstmal fix, damit unsere Leute sich ein bisschen cooler oder besser fühlen, wenn sie bei uns arbeiten müssen schon. Dann können sie sich natürlich auch nochmal irgendwann an irgendeiner Stelle gut ausruhen. Das ist nur fair. Das hätte ich gerne auch, dass das bei mir in meiner Firma ab und zu vielleicht so wäre, dass man da so einen Aufenthaltsraum hat oder ein paar Sachen, wo man sich einfach cool beschäftigen kann. Muss ich sagen, ist nicht so ganz gegeben. Leider. Es ist schon ganz cool dort. Muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt leide unter der Firma, aber wie gesagt, es könnte schöner sein. Es könnte wirklich schöner sein. Da muss man nochmal. Vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Chef reden. Aber, naja. Gut, okay, so. Dann haben wir jetzt einen Aufenthaltsraum geschaffen. Das ist ganz, sagen wir mal, auch im Sinne meiner Mitarbeiter. Die freuen sich darüber auch, wenn sie denn einen Aufenthaltsraum bekommen. So, ich habe jetzt bloß noch ein Auftragsspiel hier. Das würde mir sogar Geld bringen, aber bedeutet auch, dass ich hier irgendeine Konsole brauche und das will ich eigentlich jetzt mir nicht geben. Gut. Ich könnte auch ein Add-on zu Boulder Dash nochmal machen. Komm, wir machen mal ein kleines Add-on zu Boulder Dash. Kostenloses Update, Boulder Dash, Max. Max sind eh alle raus. Nicht automatisch wiederholen für 12.000 Dollar. Können wir da schnell mal was programmieren. So, der hängt irgendwie in der Tür fest hier, ich bin mir nicht sicher. Ich mache mal da rein. Das wäre ja ich, glaube ich, sogar gewesen, ne? Der hatte irgendein Problem. So, primitiver Mono-Sound. Okay, Automatik beenden bitte. Dann haben wir da schon mal einen besseren Sound. Was ist mit ihm los hier? Ein Mitarbeiter findet es hier ungemütlich. Du sollst ja auch da arbeiten. Nur scheißegal, ob du es da ungemütlich findest. Ist der da hingepinkelt oder was? Ja, denn für Ferkel. Und ich muss mehr Klos bauen. Ich muss mehr Klos bauen. WC. Toilette. So. Vielleicht pinkeln sie dann nicht mehr dahin. Was mit ihm los ist, weiß ich auch noch nicht. So. Okay, hier haben wir ein Engine-Feature. Das ist natürlich wichtig. Das müssen wir erforschen. Dann geht's weiter mit. So, jetzt können wir hier Spielbericht lesen. Boldish. Ah ja. Okay, Moment, ne, wie hießen die beiden Spiele, die ich gerade gemacht habe? Die 83% war noch. Puzzle Ballistic haben wir immer noch nicht getroffen. Also da müssen wir auf 2 und 8 noch gucken. So, okay. Was war das wieder für ein Geräusch? Ach, egal. So, gut. Ed läuft so langsam vor sich hin hier. Wenn die fertig sind, dann können wir die Engine weiterentwickeln. Und dann können wir auch noch Engine für andere Sachen entwickeln. Ist ja erst kein Problem. Wir werden. Achso, ich werde das Dev-Kit für den Byte 2 noch besorgen. Machen wir noch hier Dev-Kits erwerben. RTS RRS 80. Ich glaube, ich brauche das Dev-Kit, ne? Wenn ich diese Sachen machen möchte. In der Werkstatt kann ich jetzt eh nicht mehr bauen, habe ich keinen Platz mehr für. Verdammt. okay, aber wir nehmen auf jeden Fall den Byte 2 noch mit. Und werden den sozusagen noch ein bisschen mit Spielen versorgen. Aber erstmal werden wir eine Engine entwickeln. Und zwar machen wir eine neue Engine. Yep. Spezialgenre Geschicklichkeit. Da sind wir schon mal ganz gut. Spezialplattform wird der Byte 2 sein. Name der Engine ist Geschick. Oder SGS. Geschick. Upsala. Also irgendwann schreibe ich es richtig. 2, 10%. Jojojo. Gut, okay. Weiter geht's. Und dann könnt ihr hier erstmal schon mal die machen. Und dann können wir schön für den Byte 2 ein bisschen was entwickeln. Und du kannst hier das letzte Genre noch entwickeln, schnell. Und ihr steht da rum und wisst nicht warum. Genau. Naja gut, macht doch nichts. Ich habe jetzt auch gerade keinen Auftrag für euch. Hier sieht man, dass das Add-on noch mal ein bisschen einen Hype aufgebracht hat, beziehungsweise die Verkaufszahl noch mal ganz kurz angepusht hat. Ist okay. So, wir sind bei 1,2 Millionen. Das Gebäude kostet 1,38. Okay, da müssen wir natürlich hinkommen. Große Bullen ist vom Markt genommen worden. 58.000 Gründen. So schön. Wenn jetzt der Baller Dash auch noch so dahin kommt, sich dahin krebst, ne? 16 Wochen lang ist es auf dem Markt. Ja,
Könnte was werden. So, die Engine ist durch. Ihr forscht mir jetzt Themen weiter, einfach so lange wie es geht. Automatisch immer durch, eins nach dem nächsten. Ihr könnt noch eine Engine entwickeln, neue Engine entwickeln. Und zwar nehmen wir dieses Mal das Thema Denkspiel. SGS Denk 1 für 10%. Alle Features aktivieren. Haken dran. So. Warte mal. Plattform bei 2. Ab dafür. So. Dann haben wir noch ein paar Engines auf dem Markt schon mal. So. Engine entwickeln, neue Engine entwickeln. Spezialgenre, Adventure, Spezialplattform bei 2. Gutes Adventure könnten wir auch nochmal machen. Da können wir uns auch langsam ranpirschen mit Auftragsarbeiten und ähnliches, dass wir denn da ein bisschen was haben. Dass wir dann mal ein Jahr, ein Adventure nach dem nächsten raushauen. Jetzt haben wir, solange wir diese kleinen Spiele, diese B-Spiele noch raushauen können, und die noch einigermaßen Gewinn dabei auch bringen und man nicht gerade dann den letzten Shit produziert hat, könnte man theoretisch diese ganzen Punkte alle rausfinden, wie es richtig geht, ne? Aber gut, egal. Name der Engine, SGS, ADV, 1, zack, wir produzieren damit, mal gucken, ob die, was? Achso. Haken dran. Mal gucken, vielleicht bucht die ja auch einer und wir kriegen dadurch nochmal ein bisschen Geld nebenbei. So, neue Aufträge kommen auch jetzt hier irgendwann rein und die sollten ja dann schon hier mit diesen 35% zu Buche schlagen. Das heißt, da können wir ja vielleicht eventuell das eine oder andere Auftragsspiel nochmal durchziehen. So, da ist die Engine fertig. Sehr schön. Tja, ich würde sagen, jetzt kann ich Automatenspielen machen. Okay. Da können wir uns ja mal durchklicken, aber ich habe keine Werkstatt, wo ich es bauen kann. Also machen wir das später. Wir machen noch ein neues Spiel. Oder machen wir, wir machen eine Fortsetzung. Das ist ein großes Buddeln. 2. Geschickt Buddeln, Untergenre lassen wir so. Buddeln, Thema. Waffen, Agenten, Panzer. Uff. Agenten können buddeln. So. Okay. Engine nehmen wir natürlich unsere Geschick 2. Main-Plattform bei. Zweite nehmen wir den PD. Und dritte. Ach, warum? 43% Marktanteil. Immer ran. Wir brauchen ein bisschen Anteil. 41 haben wir in dem Bereich. Okay. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das lassen wir so. Und hier machen wir. Warte mal, was? Nee, zugänglicher sollte es werden, ne? Großer Buddeln? Einsteigerfreundlicher wollten sie es haben. Also muss die Zugänglichkeit hoch und die Spieltiefe runter. 2,6? Wieso hatte ich denn da 3,7 und solche Sachen alles eingestellt? Da hatte ich doch schon mal wesentlich. Ach, hier ist noch auf 6. Okay, den Punkt kriegen wir noch wieder. Und hier ist auf 8. Den Punkt können wir auch wieder kriegen. Ah, deswegen kann ich das hier. Okay. Alle Features aktivieren. Sehr schön. Haken dran, 35 Grund gibt es schon mal dazu, Gameplay verbessern, alles fertig. So, dann könnte ich schon mal entwickeln. So, die machen jetzt hier ein Thema nach dem nächsten durch, ist auch egal, was da kommt eigentlich erstmal, weil am Ende will ich ja sowieso alle Themen haben. So, er fährt schon mal wieder los, macht da mal ein bisschen sauber, da hat er mir einer rumgesaut wieder. Na, jetzt gibt es aber 3 Closets, da kann man sich hier durch die Türen sogar unterhalten mittlerweile. So, keine neue Mitarbeiterbewerbung, das ist natürlich auch schlecht, wenn man jetzt demnächst expandieren möchte, weil das ist sozusagen mein großes Ziel, dieses Gebäude zu kaufen und dann dorthin zu expandieren, also da noch ein paar neue Abteilungen reinbauen, zum Beispiel eine kleine Werkstatt und ähnliches würde ich da drin haben, weil ich möchte ganz gerne eigentlich so ein paar Arcade-Dinger bauen und die verkaufen, dann mal gucken, was das an Geld gibt, vielleicht kann ich auch das ein oder andere
Ding sonst noch machen. Entwicklerstudio des Jahres, Steel Game Studio, sehr schön. Wir haben zwar keinen anderen Preis gekriegt, aber Entwickler des Jahres ist auch gut. Das bringt uns eine neue Bewertung. Wir sind ein Indie-Studio, okay. Das wirkt sich auf die Spiele aus. Wir haben jetzt hier keinen Push hier drauf gekriegt. Könnten aber hier, ja, da haben wir, na gut, mal gucken. Was wir da so kriegen, Weihnachtsmarkt. Und wir hätten hier Auftragsspiele. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir Auftragsspiele wieder machen können. Und wie viel Geld wir damit machen können mittlerweile. Auch mit den kleinen Aufträgen hier. In der Entwicklung könnte ja durchaus schon mal richtig Kohle dabei rumkommen. So, jetzt wird hier das letzte Feature gemacht. Dann müssen da noch 23 Bugs rausgebaut werden. Wie gesagt, Sound ist natürlich sehr gering hier und ähnliches. Und Grafik, da müssen wir dran arbeiten, dass wir da höher kommen. Natürlich auch durchaus durch Forschung, aber dann halt eben auch durch ein Sound- und Grafikstudio. Ein kleines, was wir dann da mal irgendwann dazu bauen müssen. Aber das kostet natürlich alles richtig Geld. So, Entwicklung fortsetzen, damit die Bugs rausgehen. So, einen Grundhype haben wir schon mal. Und dann können wir mal gucken, ob wir da jetzt noch mehr Punkte mit machen können. Beziehungsweise da mal was richtig Schönes machen. Cyberpunk. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so für so ein, haben wir ein Denkspiel mit reinnehmen können eigentlich, ne? Weiß gar nicht, haben wir das nicht, bei einem Spiel haben wir das doch gemacht. Spielberichte. War das hier? Ja, also wir hätten Denkspiel als Subgenre durchaus damit reinnehmen können. Weil das hätte dann durchaus einen Trend gegeben an der Stelle. Na gut, okay. Haben wir nicht gemacht. Das ist natürlich doof. Doch, stimmt, das hätten wir nochmal machen können. Nur um den Trend ein bisschen zu entsprechen und da vielleicht eventuell den einen oder anderen Hype-Punkt beziehungsweise den einen oder anderen Verkauf mit dadurch zu erzeugen, ne? Dass da vielleicht, dass der ein oder andere dann sagt, Mensch, Skins, das kaufe ich mir jetzt, weil da ein Denkspielanteil drin ist. Ne? Man kauft ja manchmal auch Spiele, weil ein kleiner Wirtschaftsanteil mit drin ist oder sowas. Und dann denkt man sich, Mensch, Skins, da ist ein Wirtschaftsanteil drin, das muss ein richtig gutes Spiel werden. Und dann guckt man nachher und dann sieht man, oh Gott, nein, ist das schrecklich. Naja, so, Entwicklung abschließen, Publisher suchen. Wir haben wieder eine sehr, sehr bunte Auswahl. Wir nehmen wieder Taito. Haken dran, Haken dran, Haken dran. Haben einen Hit gelandet mit 85%. Grafik geht sogar mit 74%. Sound ist jetzt das Schlechteste mit den 63%. Aber das sollte jetzt relativ zügig dann gut werden. So, Auftragsarbeiten haben wir. Wir können mal gucken bei den Kurzaufträgen. Das bringt richtig Schotter hier sowas, ne? Also, da kann man richtig gut Geld mit verdienen. Und dann machen wir noch ein Auftragsspiel, irgendeins. Gucken wir mal, was wir da so kriegen müssen können. Industrialisierung ist natürlich auch ein schönes Thema, muss man sagen. Jetzt nicht für ein Denkspiel oder so. Aber ich werde auf jeden Fall Boulder Dash 2 mit einem Denkspiel noch kombinieren und dann mal gucken, wie dann die Punkteverteilung ist. Ich weiß auch nicht, ob sich die Prioritätenverteilung ändert, wenn man. Achso, einen Spielbericht könnt ihr erstellen hier, bitte, ja. Spielbericht erstellen, darüber. Da müssen wir mal reingucken. Oh, ist ja echt mies gelaunt hier, Digga. So. Ja, sieht man doch, der arbeitet nicht, ne? Und dann, ach gut, hier. Ja, gut, Motivation ist halt ein ganz großes Kapital, auch für die heutigen Arbeitgeber. Ist die Motivation der Belegschaft ein riesengroßes Kapital und das nutzt viele nicht aus. Und viele, sagen wir mal, halten da so ein bisschen, ach, naja, nö, muss nicht sein und so, ne? So, Spielbericht erstellen. Lesen, das große Buddeln 2, 85% haben wir da drauf. Hier haben wir alles getroffen jetzt, bei Core Gamer habe ich nicht richtig eingestellt, es muss auf 7. Da hätten wir noch mehr getroffen und wenn ich jetzt Denkspiel noch dazu genommen hätte, okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn die hier durch sind, machen wir einen Nachfolger von Boulder Dash. Das ist mir doch Schnuppe eigentlich, die 100.000 nehme ich aber gerne mit hier. Und ach nee, ich muss langsam das andere Gebäude kaufen, ne? Dann muss ich ein kleines Marketingteil rein, einen kleinen Kundensupport reinbauen. Dann muss ich hier eine Werkstatt reinbauen, weil ich diese Arcade-Games machen möchte. Aber da ist ja, na, da sind noch Geschicklichkeitsspiele und eigentlich Actionspiele und. Ja, Geschicklichkeitsspiele ist ja schon ganz wichtig, ja. Und dann müssen wir Geld verdienen, dass wir an die Konsolenforschung drankommen. Denn ich darf die Namen nicht vergessen bis dahin, bis ich meine erste Konsole habe. Aber ich denke mal, könnte sein, dass das dann. Mir hoffentlich kurz bevor ich mich dazu entscheide, nochmal gesagt wurde, wie ich das Ding nennen wollte. So, ich werde ein Spiel entwickeln und zwar werden wir jetzt nochmal eine Fortsetzung machen von Boulder Dash.
Und werden jetzt das Untergenre Denkspiel dazu nehmen. Das bringt ein paar Punkte. Auftragskiller, Kampfkunst, Mafia, Panzer, Mittelalter, Industrialisierung, Eroberung, Haustiere, Diebe, Affen. Alltagsleben war, glaube ich, ne? Rudeln, Industrialisierung als Thema da? Ach, scheißegal, ich nehme es mit rein. Dann haben wir schon mal ein Spiel damit gemacht, ob das gut ist oder nicht gut ist, weiß ich nicht. So, dann nehmen wir hier unsere Geschicklichkeitsengine 2 natürlich. Dann nehmen wir den Byte mit rein, dann nehmen wir den mit rein. Warum habe ich da vier Stimmen? Achso, da habe ich wahrscheinlich ganz viele Dingsspiele mit drauf gemacht, ne? Sagen wir 87%, okay, komm hier. Wir machen 29% davon mit. So, okay, alle Sprachen aktivieren, okay. So, da haben wir rausgefunden, das muss 2 sein, da haben wir rausgefunden, das muss 8 sein. Und der Rest passt. Alle Features aktivieren. Weiter, Spielname ist bereits vergeben. Haken dran. So, plus 50%. So, hier ist ein zweiter Teil angekündigt, vielleicht geht der erste Teil noch ein bisschen hoch, aber ich glaube nicht. Gut. Okay, das haben wir. Mal gucken, was dabei rauskommt, ob die Genre-Zusammenstellung und ähnliches passt. Vielleicht kriegen wir immer ein 90%iges Game. So, hier steht auch wieder einer an der Tür drin. Wissenschaftler, der nicht weiß, was er machen soll. Ich stelle mich mal dahin, mal gucken. Hey, geht er dahin? Hey. Okay. Soll ich da? Genau. So. Arbeiten. Was ist mit dir? Lass uns Wildschweine jagen. Was? Was ist mit ihr? Also sie mussten sich einmal durchschütteln, durchrütteln, oder? Oh, ich vergesse hier gerade was. Das ist nicht gut, das darf ich natürlich nicht vergessen. So. Also wir könnten die Räumlichkeiten kaufen und könnten da jetzt so langsam loslegen, dort was zu bauen und uns auszubauen. Also was hier natürlich rein kann, ist natürlich an der Seite wieder die Dings hier, ne? Die Entwicklung und ähnliches. Also das, da müssen wir mal gucken. Begeisterung vor der Steuerung, ne? Das ist doch schon mal schön. Boulder Dash 2. Boulder Dash habe ich damals auf dem C64 auch gespielt. Und wie gesagt, Ölimperium, ne? Wochenlang. Ach Gottchen, da muss man sich noch eine extra Safe-Diskette damals anlegen. Also man musste sozusagen eine Diskette vom Spiel, wurde die quasi formatiert und wurde eine spezielle Datei drauf angelegt oder Dateiformat vielleicht sogar. Weiß ich gar nicht. Und dann wurden dort extra, musste man die dann, wenn man das Spiel speichern wollte, musste man die Safe-Disk reinlegen. Vielleicht war das auch nur, damit man eine Diskette immer dafür nimmt oder so, keine Ahnung. Neuer Konkurrenz, Handwerk. Sehr gut. Ich muss hier mal kurz mal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt, deswegen werde ich jetzt hier mal den Automatismus, Kann ich hier nicht da draufklicken? Dann klicke ich da. So. Ich dachte, man kann auf das Symbol klicken, auf das kleine. So. Da fehlt mir sowieso gerade einer hier drinne. Man weiß es nicht. So, gibt es irgendwas Schönes? Hardware, gibt es was Neues? Okay, also für die Konsolen gibt es schon ein bisschen was zu erforschen. Okay, machen wir mit den Themen weiter. Archäologie. Geht ja auch beim Buddeln. Buddeln und Archäologie passt ja auch irgendwie zusammen. Oder? Die alten Dreckwühler. So, würde jetzt Sheldon Cooper sagen. Ach nee, das war dann so der Geologen genannt, ne? Die alten Dreckwühler. So, also ich glaube, wir könnten langsam aber doch dann in der nächsten Folge anfangen, dass wir hier dieses Gebäude quasi mit in Beschlag nehmen, dann hier größere Sachen einbauen, die wir von hier aus nach da drüber ziehen lassen. Das wäre mir am liebsten, wenn wir dann erstmal eine Entwicklungsabteilung haben, wo wir vielleicht 12 Mann reinkriegen, wenn wir eine diese Abteilung für 12 Mann hätten. Naja gut, aber dann sind wir auch bald hier, denn da, oh, das wird alles noch teuer, die 10 Millionen zusammenzukriegen. Hört nicht einfach, aber ich denke mal, ich kann jetzt so bei der Bank schon ein bisschen mehr Kredit anfordern, oder? Naja, 750.000.
Ist jetzt auch nicht ganz so viel, aber wir sehen hier, ne, das große Buddeln, 2, hat noch 7000 Verkäufe jede Woche und ist schon bei 800.000, also da werden wir auf jeden Fall gut hinkommen. Neue Forschung verfügbar, Sheetcodes, da müssen wir mal die Automatik beenden, damit wir das damit haben. So, und dann machen wir hier Entwicklung abschließen, Publisher suchen und da sehen wir hier mal auch wieder volle Auswahl. So. 90er Wertung, sehr schön. Also Gameplay ist 94, Steuerung ist 97 und der Rest ist auch sehr gut. Also von daher, da geht einiges. Das sollte auf jeden Fall schon mal ein gut gewordenes Spiel sein. Wir machen dann hier den Spielbericht, erstellen, Bowler Dash. Und hier machen wir Auftragsarbeit, Auftragsspiel und gucken mal, was wir da so Schönes haben. Wir hätten hier so ein paar Kleinigkeiten noch, wo wir fast kein Geld kriegen würden. Und hier oben hätten wir was, wo wir richtig Geld kriegen würden, aber wo wir auch das Dev-Kit dafür erstmal kaufen müssen. Fog in my house. Jo. Achso, muss ich jetzt den erstmal erwärmen. Das ist der Astro Arcade, hat 13,3%. Okay. 0,9. Der Katari ist eigentlich... Dann nehmen wir lieber den für den Katari hier ein Spiel. Okay. Den Katari. So. Und dann machen wir hier Racing Game. Weiß ich nicht, wie es geht eigentlich, aber ist auch scheißegal. Wir müssen bloß eine 20er Wertung hinkriegen. So, machen wir hier ein Racing Game B+. Okay, gucken wir mal. Rennspiel. So, Hauptthema für das Rennspiel ist, haben wir schon Autos, irgendwas, Superhelden, Samurai-Musik, Mittelalter, Mode, Mafia, Söldner, Steinzeit, Weltkrieg, Samurai, oh, Panzer, Rennspiel mit Panzern, Rennspiel ist gerade überhaupt nicht beliebt, ne, aber ist auch egal, eine Rennspiel-Engine haben wir auch noch gar nicht, ne, ja. Natürlich jetzt auch schon wieder... Eher schwierig. Na gut. Filme, Archäologie, Cyberpunk, da geht vieles. So. Ja, genau. Ohne Engine, wir haben keine Engine. Ja, da kann ich auch nichts anderes auswählen als hier die Sachen, ne? Ja, genau. So, weiter geht's. So, Rennspiel. Da kommt es mir auf Level-Design an. Charakter nicht so. Story eigentlich auch nicht so. Spieltiefe, Spiellänge hätte ich gerne. Innovativ müsste so ein Rennspiel sein. Ja. Ja, jugendfrei kann das auch sein. Mittelmäßig schwierig. Gameplay muss gut sein. Grafik darf gut sein. Ja, warte mal. Machen wir mal 20, 20. 30, 30. So. Das wird jetzt eher in so ein. Na, das könnte sogar schief gehen. Das Spiel, aber gucken wir mal. Wir hoffen, dass wir nicht allzu weit droppen da oben dann. Aber 20% haben wir hinkriegen. Vierte Plattform freigeschaltet, sehr gut. Das heißt, dann können wir auch vier Plattformen quasi nutzen. Du machst den Spielbericht da erst noch, genau. Doch egal, das brauchen wir jetzt. Da muss man machen, wo das Bugfixing für. Muss 20% erreichen. So, und das ist so das erste Rennspiel, was wir machen. Das kann auch scheiße sein. Das wird unter anderem von einem anderen Publisher gemacht. Hauptsache, ich bin mit dem Spiel fertig und es hat die 20% erreicht und schon kriege ich meine Punkte hier oben drauf. Damit ich später bei den Aufträgen richtig Schotter verdiene. Weil wenn du später mit so einem Auftrag dann auch mal 1 Million machst oder sowas, ist ja auch ganz cool, ne? Ich meine, ich habe mich ja da ja durchgequält bei meinen anderen Spielständen immer. So, und wir sehen hier, Bowler Dash geht richtig steil, das ist gut. Dann können wir hier nochmal den Spielbericht uns angucken. Von Bowler Dash 2. Und da sehen wir, dass wir hier sozusagen fast alles getroffen haben, außer hier dieses zweite Thema. Industrialisierung passt da nicht ganz so rein. Ja, gut, da müssen wir mal gucken, was wir da noch kriegen können. Wir haben es versucht. Mein Gott, ja. Kann man ja machen. Aber das sieht ja schon mal echt gut aus, hier 13.000 Verkäufe in der zweiten Woche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 0,4 IP. Sehr gut. So, das Spiel ist fertig. Ich werde es abgeben. Gucken wir mal. Oh, 20er Wertung sollten wir kriegen. 38er Wertung haben wir gekriegt. Damit haben wir den Bonus gekriegt. Nur 1,9 Punkte auf den Herzen, aber okay. So, wir haben ein Rennspiel gemacht. Und jetzt können wir uns mal einen Spielbericht erstellen.
Und wir werden sehen, dass wir nichts getroffen haben wahrscheinlich. Für Rennspiele, aber das macht nichts. Also da müssen wir wirklich ganz, ganz derbe daneben gehauen haben. Gameplay Features, mach mal alle. Danke. So. Gut, aber die Runde ist beendet. Ja, Rennspiel wird, das wird jetzt ganz bitter aussehen. Oh, wir haben Spiellänge und Charakterdesign haben wir sogar. Wir haben sogar zwei Sachen getroffen. Das haben wir getroffen. 10, 40, 30, 20 ist da wichtig. Okay, das kriegen wir auch mal hin. Dann müssen wir das schon mal, das müssen wir uns dann angucken beim nächsten Rennspiel, wenn wir eins machen. Aber hier haben wir schon mal 7 und 2. Das sind schon mal 2 Punkte, die wir getroffen haben. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dann können wir ja an den anderen ein bisschen rumspielen. Und vielleicht kriegen wir da nochmal was. Dann fertig. Gut, Rennspiele können wir nicht. Geschicklichkeitsspiele können wir schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das soll es gewesen sein. Bis denn. Tschüss.